Heute, wie von euch gewünscht, eine kleine Anleitung und vor allem ein paar Tipps, wie man kraftsparend mit den Tourenschienen aufsteigt und dabei auch noch Spaß hat. Los geht's mal wieder mit dem Winter-Grundlagenkurs. Der Aufstieg mit Tourenski scheint eigentlich immer recht trivial zu sein. Man stellt sich in die Ski und, naja, geht halt hoch. Scheint aber doch irgendwie manchmal ein wenig problematisch oder zumindest hat man das manchmal das Gefühl, man macht irgendwas falsch. Schauen wir uns aber erstmal an, warum das mit dem Aufstieg klappt. Dann können wir uns nämlich die klassischen Probleme ganz einfach selber herleiten. Der Aufstieg mit Skiern funktioniert nur dank spezieller Felle. Egal ob Synthetik oder Mohairfell, das Prinzip ist immer das gleiche. Die Fasern liegen so auf der Oberfläche auf, dass sie eine Strichrichtung haben. In die eine ist das Fell dann glatt, in die andere Richtung bremst es einen aus. Das merkt man ganz gut, wenn man mit der Hand drüber streicht. Maximal gut funktionieren die Felle also natürlich gegen den Strich. Und außerdem gilt, je mehr Auflagefläche, desto mehr Haare am Schnee, desto mehr Reibung und Bremswirkung. Hier haben wir gleich den ersten Problemfall. Manchmal, wenn wir über kleine Hubbel oder kurz nach einer Senke wieder bergauf gehen, dann rutscht man gern wieder zurück. Das liegt daran, dass meist an diesen Stellen zu wenig Auflagefläche existiert und die wenigen Haare die Zugbewegung nach unten nicht mehr halten können. Deshalb sollte der Ski immer mit der kompletten Fläche auf dem Boden aufliegen. Besonders pikant ist das natürlich in schlechtem Schnee. Gerne bricht da mal ein Teil der Spur weg oder es ist eisig und sulzig hintereinander und so weiter. All das befördert natürlich das Rutschen. Aber wenn wir schon beim Sulz sind, dann können wir eigentlich auch gleich über die nächste Katastrophe sprechen, nämlich richtig aufgeweichten nassen Schnee. Der hat nämlich die großartige Eigenschaft, dass er, wenn er ein Fell sieht, gleich drauf springt und sich verbeißt wie ein Bullterrier. Das Stollen beginnt hier und dann ist es ein Krampf. Manche Felle haben das etwas besser im Griff als andere, aber das weiß man vielleicht vorher nicht. Wenn der Schnee das Fell vollstollt, dann ist das eine Abfahrtsgarantie und im blödesten Fall auch eine Verletzungsgarantie, weil man sich, wie ich hier, auch dann schnell mal an einer Skikante aufschneidet. Das Problem beim Stollen ist, dass man sich den Ski nach jedem Schritt ausschütteln müsste. Herzlich unpraktikabel, wenn man gerade am Gehen ist. Ein Tipp von mir deshalb ist es, den Ski erstmal bei jedem Schritt leicht anzuheben. Wenn man merkt, dass der Ski eine Tonne mehr wiegt, dann kann mit etwas Schwung der Schuh gegen den Ski geknallt werden, während man ihn gleichzeitig nach vorne bewegt und aufsetzt. Klar, das braucht ein bisschen Übung, ist aber eine Methode, dem stollenden Schnee ein wenig Herr zu werden. Eine andere Lösung ist übrigens immer, etwas früher losstarten, um Sulz zu vermeiden und im Zweifelsfall auch einfach eine eigene andere Spur anlegen. Das ist sowieso ein wichtiger Punkt. Wer mit der Spur der Vorangegangenen nicht zufrieden ist, sollte sich einfach eine eigene machen. Das ist zwar minimal anstrengender, als der Autobahn nachzulaufen, aber es hat den Vorteil, dass man gleich merkt, mit welcher Schneedecke man es denn heute zu tun hat. Und jetzt noch zum technischen Teil. Wie steige ich mit den Steigfällen vernünftig auf? Zuallererst, Schwerpunkt ist über der Bindung. Sich mit dem Gewicht nach vorne lehnen ist genauso sinnlos wie sich zurücklehnen. Einfach direkt über der Bindung stehen, auch wenn es sehr steil wird. Dafür haben wir die Steighilfen. Denn wenn es steil wird, würde man sich für den exakten Schwerpunkt über der Bindung natürlich mit einem flacheren Fuß leichter tun. Aber die Steighilfe sollte hier nur aushelfen und nicht überkompensieren. Stöckelschuhe haben am Berg nichts verloren und wir vermissen sie auch nicht so, dass wir unsere Steighilfen zu solchen umfunktionieren wollen. Einfacher Merksatz. Deshalb Steighilfen nur dann einsetzen, wenn der Fuß schon so weit zurückkippt, dass die Hartschale des Schuhs stört. Also wenn sie drückt quasi. Wann übrigens Steighilfen angebracht sind, das hängt natürlich von der Steigung ab, aber auch von eurem Schuh. Jemand mit einem Scott Cosmos beispielsweise wird die Steighilfe deutlich eher brauchen als jemand mit einem Fisher Traverse. Denn letzterer hat eine höhere Schaftrotation und damit länger Bewegungsspielraum in der Steigung. Wann nehme ich also die Steighilfe? Immer dann, wenn zum Beispiel meine Achillessehne auf Spannung kommt und ich nicht mehr gemütlich den ganzen Fuß hinten aufsetzen kann. Denn dann weiß ich, dass mein Fuß Entlastung braucht. Und scheut euch bitte nicht davor, die Steighilfen gerade bei Pistentouren immer wieder neu einzustellen. Es ist einfach nicht gut für den Rhythmus und den Bewegungsablauf, wenn ihr in Flachstücken mit der Steighilfe rumeiert. Bei den Steighilfen solltet ihr übrigens auch beachten, dass es egal wie hoch eure Steighilfen sind, wenn es zu steil für die Felle wird, dann ist spätestens Schluss. Steighilfen hin oder her. Bei 25 bis 30 Grad wird es spätestens Zeit für Spitzkern. Die schauen wir uns übrigens nächste Woche nochmal in einem Quick Guide an.
Dann kommen wir noch zur Bewegung des Skis. Hier gibt es zwei Extrembeispiele, wie es nicht gemacht werden sollte. Einmal der Überflieger. Hier hebt man den kompletten Ski auf und stellt ihn vorne wieder ab. Da bleibt meine Frage, wofür haben wir denn eigentlich Felle mit einem Strich? Weil da kann ich ja gleich Harscheisen nehmen. Diese Technik hat den Nachteil, dass man das gesamte Gewicht vom Schuh und Ski und Bindung jedes Mal aufs Neue hochschmeißt. Völlig sinnlos. Es gibt aber leider auch noch die andere Variante, die fälschlicherweise gern eingelernt wird. Immer wieder hört man nämlich, auf keinen Fall sollst du die Ski aufheben. Das ist nämlich kraftraubend. Und das ist grundsätzlich auch richtig. Aber die Konsequenz ist dann oft, dass man zur menschlichen Pistenraupe mutiert und die Ski in den Boden drückt. Und das ist massiv anstrengender über die Zeit, als den Ski aufzuheben. Deshalb, unpopular opinion an dieser Stelle, ein bisschen den Ski kurz beim Wegziehen aufheben hat noch niemanden umgebracht. Also hier kurze Erklärung, wie ein effizienter Schritt beim Tourenski aussehen kann. Der hintere Ski wird entlastet, um ihn vorziehen zu können. Dabei belastet man kurz komplett den anderen Fuß. Dann wird der Fuß im Winkel des Aufstiegs nach oben gezogen. Wenn der Ski dabei kurz den Boden verlässt, ist das egal. Einfach wieder aufsetzen und nach vorn ziehen. Den Fuß hinten absenken und aufstehen, fertig. Müsste ich unter Zwang eine Zahl drunter packen, würde ich sagen, 80% der Zeit gleitet der Ski über den Schnee, 20% der Zeit hebt er kurz ab, und zwar eben kurz nachdem man den Fuß lösen will. Natürlich sind diese 20% der Zeit, um jetzt bei der Nummer zu bleiben, eine kraftvollere Angelegenheit als grazil und majestätisch über den Boden zu gleiten, aber erstens mal, das ist minimal und zweitens, man tendiert dann eher dazu, dass man den Ski wirklich in den Boden drückt. Außerdem hat das leichte Anheben des Skis noch einen weiteren Vorteil, wenn man im tiefen Schnee unterwegs ist, denn dann trägt man nicht noch das ganze Gewicht des Schnees auf den Skiern mit sich herum, sondern befreit seine Ski regelmäßig vom Schnee. Wenn man nach der Zeit den Dreh raus hat, dann wird man ohnehin irgendwann dazu neigen, dass man immer weniger Luft zum Boden lässt und einen guten Schritt für sich gefunden hat. Aber bis dahin gilt am besten Fuß entlasten und nach oben ziehen, nicht übermäßig aufheben, nicht auf den Boden drücken. Also Bewegung gemäßigt ausführen, keine zu kleinen Schritte machen und kraftvoll gehen. Jedoch immer auf die Steigung achten und einen Rhythmus finden, den man eine Weile beibehalten kann. Außerdem die Steighilfen nur dann nutzen, wenn sie wirklich notwendig sind. Sonst verändert sich der Schwerpunkt wieder, man gerät aus dem Gleichgewicht, fängt schneller an abzurutschen und so weiter. Außerdem noch ein kleiner Tipp zum Schluss, nutzt eure Stöcke wie beim Langlauf oder Nordic Walking. Also linker Fuß, rechte Hand, gleichzeitig nach vorn. Beim Wegdrücken mit dem Fuß gleichzeitig den Stock reindrücken. So kann man auch in steileren Passagen effizient und flott unterwegs sein, da die Beine durch die Arm- und Schultermuskulatur unterstützt werden können. So sollte bei euren Aufstiegen nichts mehr schiefgehen. Manche Schneeunterlagen sind bescheidener zu begehen als andere. Das ist leider so und kann immer wieder passieren. Aber ob Herzogstand oder Everest, das ist dann letztlich egal. Wenn euch der Wintergrundlagenkurs gefällt und euch helfen kann, auch im Winter Spaß in den Bergen zu haben, dann hoffe ich, es ist euch einen kleinen Kaffee wert. Alle Infos dazu findet ihr unter diesem Link hier oder in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.